Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Unstable. Ja, wir haben heute schöne Musikunterstützung, so. Ja, damit wir auch GEMA-Probleme kriegen und alles Mögliche. Ja. Hallo. So. Ja. Ja. Purple ist mit dabei. Müde. Nicht auf dem Teamspeak. Nicht ich bin im nicht im Spiel, Teamspeak, nein. Aber auf dem Teamspeak. Das ist ein Geist, den man hier hört. Das ist ein Musikbot. Ja. So, und zwar erstmal zum Reaktor. Ihr seht, dieser Uranstab hat sich ein wenig verbraucht. Ich habe rausgefunden, warum der Reaktor nicht funktioniert hat. Er braucht ein Redstone-Signal. So, und deswegen habe ich mir ein paar Dinge schon mal geholt, was wir brauchen werden, um unseren Reaktor relativ ferngesteuert zu betreiben. IO-Tool. So, und zwar will ich das mal ganz kurz. Da muss ich hin. So. Mal ganz kurz zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt mal hier das HV-Kabel. Ich habe ja vor, über Wireless den Reaktor anzuschalten, auszuschalten, den Strom rauszukriegen, ohne dass ich da drinne Maschinen habe, die kaputt gehen können. Und deswegen bammel ich hier ein Remote Interface dran, was ich halt, wie ich schon vorher, auf den Reaktor binde. Und dann, das war's Falsche. Das EU-Transfer muss woanders rein. So, Remote Assess. Und wir können jetzt hier die Uranstäbe rein rauslegen. So, und dann machen wir jetzt Folgendes. Deswegen steht hier eine Bedbox. Ich nehme mal die Bedbox. Und verbinde die mal mit dem Remote. Ups. Mit dem Remote I.O. Und dann kann ich hier einen EU-Transfer-Chip reinpacken. Einen Kabel dran bammeln, so ein Remote Interface. Nicht Remote, eine Insulated HV-Kabel. Und das verbindet sich mit dem Remote Interface und dadurch kann ich hierhin die Bedbox aufladen. Ich kann das mal kurz zeigen. Wenn ich jetzt noch ein Redstone-Signal hinzufüge, deswegen habe ich den Wireless lieber, kann ich hier auf den Reaktor-Chamber binden, hier oben hinsetzen und wenn ich dann anschalte, seht ihr hier Output 5 EU per Tick, Core Temp 0% und die Bedbox füllt sich auf. Ausschalten, Bedbox hört auf. Ohne irgendeine Verbindung. Allerdings will ich keine Bedbox, ich will gerne MFSU. Denn wir werden viel Strom produzieren. Na gut, nicht viel. Wir werden schön Strom produzieren. Ja. Gut. Dann an den MFSU. So. Da, wo bleibt die Musikunterstützung? Wie, was? Ich dachte, du machst Musik. Cause I can stop loving you. No, I won't stop loving you. Ja. Weiterweise, ne? Sticky Resin. Dieses Lied kommt in 5 Minuten. Okay. Zwischenzeit, ein bisschen Werbung. Ja. Aber ich weiß doch keine Werbung. Oh nein. Die nervigste Werbung, die ich nie vergessen werde, ist die von Seitenbacher. Seitenbacher, Müsli. Jetzt von Seidebacher. Das ist die nervigste Werbung, die es in der ganzen Welt gibt. Der Macher davon gehört verklagt. Ernsthaft, das ist. Das Schlimmste war noch, wo das bei uns im Radio kam, eine Zeit lang. Da habe ich meine Ausbildung gemacht, da saß ich in der Finanzbuchhaltung. Und der Chef dort, das war so ein Schwabe, der kam da irgendwie auch aus der Ecke und hat dann da immer mitgeredet, wenn die im Radio kam, die Werbung. Oh nein. Ja, Seidebacher Müsli. Ja, neu von Seidebacher. Naja, oder die neue Werbung. Seitenbacher Basisöl. Oh, Basisöl halt. Nein. Es ist so bescheuert. Ich muss ernsthaft sagen, ich bin nicht bereit, das Ding zu kaufen aufgrund der Werbung. Ich bin eher abgeschlossen, es zu kaufen. Marketing-Experten haben versagt. Ja gut, wer weiß, wie es im Schwabenländler ankommt. Ja, aber dann brauchen wir. Da wird er wahrscheinlich als Rockstar gefeiert. Dann braucht man es doch nicht, aber im ganzen deutschsprachigen Raum zu bringen. Ja, Seidebacher, ich will Kind von ihm. Was? Herr Seidebacher. Ja, für uns hört es komisch an, aber. Ja, Herr Seidebacher. Der, die gibt's wirklich. Oh Gott, ich will. Ja.
falls sich jemand fragt, ich hole gerade ein bisschen Stacky Resin, nur weil es gerade so lustig war, überspringe ich es nicht. Und falls sich jemand fragt, ist gleich 1 Uhr morgens und ich bin hundemüde. Und falls sich noch jemand fragt, ich bin immer noch krank. Wo ist mein Und falls sich jemand fragt, mich interessiert er nicht. Aua! Bin runtergefallen. So, da oben ist was. Jakutze Gestem Tunovic Albim Vam Prodjistovic. Da fuck? Falls ich mal Polnisch kann, kann ich mal schreiben, was das heißen soll. Ich habe hier nach Icon Packs für Teamspeak gesucht, dann kommen wir auf irgendeiner polnischen Seite raus. Und ich habe eben gerade für eine Sekunde gedacht, kann ich kein Deutsch mehr, weil ich nicht verstanden habe, was da stand. Ach Gott. Ach ja. Ja. Alles klar. Ich bin müde. Lass mich gehen, Schnauzer, bitte. Nein. Du musst hier bleiben. Nein, ich will nicht. Denkst du, hier geht's nach Wollen? Ja. Falsch gedacht. Boah, ich kann dir so ein League of Legends Pack drauf machen. Icon Pack. Setzen davon. Dann siehst du mich hier nie wieder. Yes! Success! So, 90 dürfte das noch reichen. Entschuldigung. Ach, angesteckt. Gesundheit. Nee, ich huste schon seit Wochen. Geht nicht mehr weg. Aufhören mit Dauerkrank. Error 522, oh, ist ja mal was Neues. So, was brauche ich noch? Ich brauche, wie viel brauche ich denn davon? Da brauche ich immer 2, das heißt, ich brauche 12, 13, 13, 13. Er macht jetzt, wie viel? 10, glaube ich. Nummer 3. Passt. Gut. Dann einen Advanced Machine Block. Reinforced Iron Plate. 1, 2, 3, 4. Und ein Basic. Craften. So. Das dauert noch. Okay. Habe ich den Reaktor ausgestellt? Ich bild mir einen. Ja, habe ich. Gut. Gut. Oh nein. Ist da oben wieder so ein Eldritch Guardian? Das sind nur nervig. Verschwindet. So, ich kann ja nebenbei schon mal rausgucken. Also, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Heatfans. Ja, was? Mein Video ist fertig. Nein. Nein! Yes! Oh nein, bitte nicht. Was ist los? Ich weiß gerade nicht, was er macht. Ich glaube, ich habe aus Versehen auf Abbrechen gedrückt. Bitte nicht. Das wäre jetzt... richtig viel. Scheiß Ding da oben. Ich heule gleich. Hast du wirklich auf Abbrechen geklickt? Nein, ich weiß es nicht. Es antwortet nicht. Computer, sprich mit mir. Oh! Ah! Ja! Nein, nicht Magix aufmachen. Nein! Verdammt, ich muss aufpassen. Ich meine Brille kann ich wieder aufsetzen. Ich will Widder-Effekt anstecken und ich will keinen Widder-Effekt haben. Ah, oh. Oh, es leckt. Oh. Und läuft auch. Ah, oh, ist tot. Drecksficht. Oh! Ein Schaf. Ein brennendes Schaf. Ich hab mich gerade so tot erschreckt wegen dem scheiß Schaf. Mann. Das ist ja lustig. Magis unterstützt gar keine höhere Auflösung als Full HD so. Nein. Nativ. Als Video nicht, nein.
Ich meine hier auch das Fenster an sich, wenn ich das jetzt aufmache. Ja. Ich muss mir alles erst so hinziehen, wie das es denn passt. So, okay. Und ein Advanced Machine Casing. Oh Gott. Nächster Stufe. So, was? Was brauche ich da noch? Achso, Diamantdust. Oh, wie viel werde ich denn da brauchen? Also ich brauche 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4. Das heißt, 40 Diamanten brauche ich. Für ein MFSU. Das ist hart. Das ist richtig hart. Aber das muss ich gucken, nicht, dass ich mich verrechne. Warte, wir haben doch hier einen hauseigenen Rechner im Programm. Und zwar 40. Durch. Ja, warte. Nee, ach. Was mache ich hier für eine Scheiße gerade? Ich bin doch Das bescheuert. frage ich mich auch. Ja, so, hier erstmal clear. So. Okay. Wir brauchen 6 und 4, also 10. Und das dann, ja, das mal 4. Wir kriegen ein das draus, ja. Fuck. Das wird jetzt lange dauern. Habe ich noch einen Macerator? Nein. Yeah. So, kann ich irgendwas schon mal fertig machen? Die Dinger hier kann ich auch sicher fast machen. Ich könnte aber einfach mal erstmal nochmal. So. 13 dürften reichen. Da müssen dann die Dinger hin, die muss ich noch kompressen und. Oh, was los? Nix. Achso, weil du oder sowas gemacht hast. Weil die Datei so ein bisschen groß geraten. Das Ja, sind beim. 4,3 Gigabyte. Ich kann ja mal Werbung machen. Beim Pöbel kommt heute Borderlands. Ja! Borderlands. Genau. Ich freue mich. Insulated Copper Cable brauchen wir auch noch. Nicht Copper, Gold Cable. Deine Zuschauer hassen mich doch eh schon. Da bringt Ja. Werbung auch nichts mehr. Ja, ich weiß. Die hat jahrelange Mühe gekostet. Aber sie hassen dich endlich. Endlich geschafft. So, Schnauze. Jetzt pass mal auf. Was soll ich aufpassen? Einen Moment. Siehst du gleich, was ich aus diesem Channel machen werde? Oh Gott, ich habe Angst. Jetzt ist der da. Ich habe Angst. Jetzt habe ich noch mehr Angst. Och, Menno. Oh yes. Ach Gott, nein. So, liebe Freunde, wir müssen mal kurz einen Channel wechseln, warte mal. Ich sag nur, den So. kenn ich doch. Bei einem League of Legends Channel möchte ich League einfach of sein. Legends. Es ist mir scheißegal, wie man das Junge. ausspricht. Was, wenn ich jetzt aus allen League of Legends Channel mache? War das letzte Mal, dass ich hier auf diesem DS war. Machen wir denn mit dem Channel hier? Wahnsinn. Ja, wir nehmen mal das hier so. So, jetzt haben wir schon mal 2 Leptrin Crystal. Och, Menno. Zufrieden. Mir fällt gerade was auf. Ja, das ist schön. Mir fällt gerade was auf, Purple. Ein Ja, bitte. MFSU ist eigentlich eine Verschwendung. Aha. Ein MFSU hat zwar die Möglichkeit, viel Power Input zu kriegen, aber du hast 40 Millionen EU als Speicher.
ein Leptron-Crystal kann 10 Millionen fassen. Also eigentlich ist ein MFSU ganz schön Verschwendung. Ja, wie Spaß dann Leptron-Crystals irgendwie irgendwo Zwischenspeicher zu benutzen und das ist nicht das Problem. Das irgendwo rein und rauszuschieben. Das ist nicht das Problem. Ich mache jetzt einfach Folgendes, ich mache jetzt ein MFE. Sticky Resin habe ich noch ein bisschen. Okay, dann machen wir Rubber. So. Diamant Dust kriege ich auch. Yippie. Ne? Wie lange brauchen das Rubber? Da haben wir doch welche. Rubber. So. Achso, es kommt weg. Gut. Okay. Was mache ich denn bitte wieder für eine Scheiße? Das freue mich auch. Ja, ich freue mich das auch ständig. Das wollte ich mal. So. Das da rein. Das dahin. La 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 la. Es dauert nur noch Stunden. Ich hab wirklich gar nicht. Achso, was brauche ich denn noch? Basic Machine. Na, dann können wir mal requesten. Da wird der wenigstens nebenbei ein bisschen gemacht. Jo. Ach, Mann. So. Verpiss dich doch, Alter. Okay, das war Purple. Tschüss. Danke für das... Nur den kenn ich noch. Beiwohnen, genau. Da ist er wieder. Ich habe außerdem temporär erstellt und dann wird mir mit verschoben. Ja. Das ist korrekt. Ja, heute sehr viel behind the scenes bei Schnauze in der Folge. Ja, total. Total behind. Ja, wir sind alle behind. Vor allem du. Behind weiß man auf Deutsch zurückgeblieben, ne? Diese Lache von dir macht's nicht schöner. Ja, warte noch ein letztes Mal. Och, Menno. Ach, Menno. Bei mir, ich habe dieses Sachsen-Pack drin, weißt du? Ach so. Immer wenn du das machst, kommt mir. Och, Menno. Hörst du das denn auf dem ganzen Server, wenn man das macht? Nein. Ah, okay. Ich höre es nur im eigenen Channel. Ich dachte schon. Was ich höre, wenn jemand gekickt wird, das höre ich immer. Ah, okay. So. Storage Upgrade. Ich habe doch schon mal ein MFE gemacht. Egal. Die Frage ist, nehme ich jetzt erstmal ein MFE? Ja, eigentlich reicht der erstmal, komm. 4 Millionen, ich packe ein Leptron rein, dann haben wir noch. Gut. Ups, Alter. So. Dafür muss das Ding weg. Electrical Wrench. Okay. MFE hin. Vielleicht in diese Richtung gedreht. Okay. Leptron rein. Warum kann ich da kein Leptron reinlegen? Je ne sais pas. Ich muss doch ein Leptron da reinlegen können. So eine Scheiße. Ah, ja, vielleicht mache ich es dann später nochmal. So. Jedenfalls jetzt erstmal. Targets safen, Target loaden, anschalten, MFE füllt sich mit Strom, ausschalten. Gut. Core-Temperatur 1. Ja, er hat sich aufgeheizt. Ist ganz heiß. Ein heißer Bruder. So. Nee, was wir jetzt erstmal brauchen. Was hast du gerade gesagt? Nichts. Ignoriere mich einfach. Okay. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört, wo ich mir ein bisschen Sorgen machen müsste. Ignoriere mich. Okay. So. Nichts leichter als das. Das war mir komischerweise sogar schon klar, dass das jetzt kommt.
So. Ja. Wir brauchen einige von den Component Heat Vents. Dafür sollte ich vielleicht beim E-System beibringen, wie es Heat Vents craftet. Weil ich vor allem nichts davon habe, was ich dafür brauche. Add in. Hä, warum geht das nicht? Oh, ist halt so. So, wir brauchen das Teil. Und wir brauchen davon vier. Okay, also wir werden eine ganze Menge Eisenplatten brauchen. Ich glaube, ich mache mir nochmal so einen Hammer. Und dann hammer ich einfach den Rest weg. Dann haben wir nämlich keine Probleme. Ja, das muss jetzt sein. Ach, ich nicht hier drin. Hey, Moment. Wo ist der? Nein, Mann. Storage. So. Ist der Hammer hier weg? Wo ist der zweite Forge hin? Was? Wo zur Hölle ist der? Yeah. Einfach mal einen Forge weg. Dankeschön. Danke. Bitte. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Sie waren ein tolles Publikum. Und haben alles versaut. So. Ach, Gottes Willen. So, Heatwind. Exportieren. Ich habe auch mal das Crafting ein bisschen verschoben, damit wir hier mehr Möglichkeiten haben. Danke. Ja, bitte. So, Heatwind. Und dann dürfte ich jetzt hier einfach mal Heatwind. Wie viel werden wir ungefähr brauchen? Warte, ich zieh mal durch. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Machen wir 20. No crafting CPUs are available. Okay, machen wir 10. Oder machen wir nochmal 10. Dann geht's. So, er dürfte eigentlich alles wissen. Ja. Er weiß alles. Das Einzige, was er nicht weiß, sind Tin-Item. Plates. Aber das ist egal. So. Ein Component Heat Vent brauchen wir da noch. Ein Forge Hammer mache ich mir nochmal oder zwei. Wollen wir den TeamSpeak hier eigentlich öffentlich machen? Ich hatte auch schon überlegt, ob man vielleicht irgendwann... Das wäre eigentlich mal eine Idee. So jetzt, wenn zum Beispiel Zuschauer bei dir oder so, dass man einfach mit denen schnacken kann. Hatte ich auch schon drüber nachgedacht, ob man es vielleicht... Wenn man zufällig um Teamspeak ist. Hey, eigentlich mal eine Idee. Ich habe kaum noch Eisen. Aber ja. Hatte ich. Dann mache ich mich die Tage mal ran und richte das alles mal schön ein. Das wäre wirklich eine Idee. Und dann kann man das eigentlich mal öffentlich machen. Ist ja mal ein bisschen was los. Ist ja sonst nichts los, ne? Nö. Ja, guck doch, sind nur zwei Leute hier. Nachts. Um eins. Ah, da muss ich mal gucken, wie das mit, dann brauchen wir, glaube ich, eine Lizenz, wenn man mehr als eine bestimmte Anzahl an Leuten drauf haben will, ne? Ich glaube, bei mehr als 20 brauchst du eigentlich eine Lizenz. Momentan ist hier das Limit 32. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Okay, dann ist vielleicht doch 32. Ich weiß es nicht, habe ich noch nie damit beschäftigt. Und ich meine, dass man irgendwie eine Lizenz kaufen muss sogar, damit man mehr Leute drauf lassen kann. Alter, denkst du, wir kommen mit nur 32 Leute? Natürlich! Okay. Nur für die Zuschauer. Okay. Okay. Sobald okay. das Video hier öffentlich also, geht, wird alles viral und die kommen und strömen rein und. Sie haben noch keine IP. Ja. Es könnte ein Problem in deinem Plan sein. So. Ich guck mal. Ja, dann guck mal nach. Dann machen wir jetzt hier Live Research, falls es jemand interessiert. Ab wann man denn eine Lizenz braucht.
Okay. Craftet er noch was? Nein. Doch, er craftet noch einen Haufen. Oh. Iron Plates, 10 Plates. Stored 40, Stored 10. Stored 14. Woran fehlt's ihm? Ach so! Ah! Okay, er muss 100 Kupferkabel machen. Das dauert natürlich eine Weile. Hm. Da hätte ich mal eher dran denken sollen. Ja, also ich glaube, diese Folge kriegen wir es auch wieder nicht fertig. Das heißt dann wohl nächste Folge. Aber dann können wir endlich den Reaktor anschmeißen. Dann ist es soweit. Wenn nicht jetzt, dann später. So. Das mache ich noch fertig. Hier. So. Okay, und wenn wir das fertig haben, dann fangen wir mit Soundcraft richtig an und machen Soundcraft nochmal. Ah, so viel Zeug. Habe ich auch noch einen Heatwind. So. Okay. Ja. Crafting 72 noch. Scheiße. Was habe ich mir da nur beigedacht? Na gut, das zusammen craften dürfte nicht das Problem sein. Gut, wir brauchen aber noch was anderes nebenbei. Und zwar sogenannte Overclocked Heat Vent. Dafür brauchen wir Reaktor Heat Vent, dafür brauchen wir einen Heat Vent. Wir brauchen noch mehr Heat Vent. Okay, also ich werde einen Haufen jetzt offscreen dann machen. Du kannst einfach mit dem Server. Ja? Ja? Du musst dich registrieren. Ja. Mit Name, Telefonnummer und so weiter, E-Mail-Adresse. Und dann musst du auf deinem Teamspeak-Server eine Lizenzdatei hinterlegen. Wenn du dich erfolgreich registriert hast, und dann kannst du bis zu 512 Slots machen auf deinem Server. Aber nur nicht kommerziell. Okay. Und kommerziell musst du irgendwie bezahlen, keine Ahnung, wie das geht. Wie soll man Teamspeak kommerziell nutzen? Na, indem du halt vermietest. Ach so. Du kannst ein offizieller Teamspeak-Anbieter sein. Und halt Teamspeak-Server vermieten. Lass das sein. Lass, ich will. Das habe ich gar nicht vor. Ich glaube, du kannst halt maximal 10 virtuelle Server betreiben mit dieser Lizenz. Das heißt, du kannst halt zum Beispiel 10 Server mit jeweils 50 Slots dann haben oder so. Okay. Also maximal 512 Slots darfst du mit dieser Lizenz halt anbieten, sag ich mal. Und nicht dann einfach auf den nächsten Server eine nächste Lizenz gelegt, ja? Und dann kannst du mehr nehmen. Du musst rein theoretisch halt den richtigen Namen angeben. Das heißt, auf den Namen kannst du nichts mehr machen. Aber wenn dann deine Kumpels sagen, hey, Digger. Das ist natürlich was anderes, ja. Hey, Digger Fred, Onkel. Dicker Onkel Fred, ja. Der kennt ihn nicht. Oh Mann. Es ist viel zu spät. Ich glaube, das mache ich mal. So. Gut. Also es war jetzt ein bisschen Quatschfolge. Das ist halt so. Und ja, ich hau jetzt noch ein Stack Kupferplatten, mache ich noch, dann brauchen wir noch, was brauchen wir noch, brauchen Stack Kupferplatten, einen Haufen Tinplatten, Haufen Kupferkabel braucht man noch, Haufen Goldplatten braucht man noch, ich muss mein Eisen noch fertig machen hier, dann muss ich noch Gold machen und dann muss ich meine Quarry nochmal aufstellen und dann haben wir vielleicht genug Zeug, um den Reaktor ordentlich zu betreiben. Oh, ich hätte natürlich mal zu Ende lesen sollen. Weil? Ne, du brauchst eine eigene Domain und du musst eine E-Mail-Adresse mit dieser Domain haben. Und du darfst keine Spenden-Buttons auf der Seite haben. Also man braucht anscheinend eine richtige Homepage. Wenn ich das so richtig sehe. Also müssen wir anfangen. Gut. Naja. Ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bei dieser Quatschfolge und im Hintergrund irgendwas machen. Ist ja egal. Hallo. Ja, genau. Eine Sache mache ich jetzt noch ganz schnell und zwar den MFSU fertig. Wenn ich ihn entfinde. Da. MFE. Dazwischen und ein MFSU. Just too much.
Oh yeah. It's too much. So. Das dürfte jetzt eigentlich funktionieren, ne? Ja, gut. Alles klar. Ich bin soweit zufrieden. Das ist schon mal gut. Und dann, ja. Pöbel, möchtest du dich nochmal verabschieden? Tschüss. Okay, Pöbel hat sich verabschiedet. Das heißt, die Folge ist zu Ende. Und dann. Hiermit ist die Folge offiziell beendet. Ja, wenn Pöbel Tschüss sagt, ist die Schalt beim Folge. nächsten Mal bitte auf meinen Kanal rein. Was? Was? Link ist in der Beschreibung. Das ist ja jetzt Quatsch. Schnauze brauchen wir nicht gucken, das war alles Quatsch. Wo gucken gerade die Leute? Ich sag mal so, ich habe jetzt 30 Minuten, 44, 45, 46, 47 aufgenommen. 48, 49, wer, 50. 50, ja. Wer jetzt noch dran ist, bitte mal einen Kommentar schreiben. Ich will das mal wissen. Ich sag nämlich, die Leute gucken das nicht bis zum Ende. Die Leute, die Kommentare schreiben. Muss Gewinnspiele immer am Ende deines Videos machen, dann weißt du, wer da mitmacht. Ja. Also wer bis zum Ende guckt. Ja, also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare bitte, ob ihr bis zum Ende geschaut habt. Wenn ja, dann guckt meine Videos. widme ich euch die nächsten Scrapboxen. Wir müssen nämlich das nächste Mal ein bisschen mehr öffnen, und zwar War das 32 voll Stück. lame. Weil ich habe nämlich diesmal nicht. Ich hab mir eigentlich vorgenommen, jede Folge 16 Scrapboxen zu öffnen. Ich habe es heute vergessen. Ach Gott, was tust du deinen Zuschauern an? Bei uns gibt es mehr als Scrapboxen. Bei uns gibt es Kekse. Bei uns gibt es Kuchen. Bei uns gibt es Videos. Bei mir gibt es dieses spannende, kribbelnde Gefühl einer Wundertüte. Wo da draus kommt. Oh, geil. Kiste mit Dreck. Es können Diamanten rauskommen. Gut. Ah. Ja, Aber. natürlich. 10 Stück pro Kiste, ja klar. Ja, gut, das war's dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Vergesst den Kommentar nicht. Und ja. Tschüss.